In diesem Video zeige ich euch das B&B Disneyland Paris. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Hotelvideo hier aus dem Disneyland Paris. Ja, ihr seht bereits, ich bin im B&B Disneyland Paris. Das ist ein Partnerhotel. Beim Disneyland Paris kann man auch über die Webseite buchen, aber auch über andere Buchungsportale, die man so kennt. Booking.com, Check24, TripAdvisor und. Ja, und ich würde sagen, ich zeige euch erstmal unser Zimmer. Wir sind jetzt hier in unserem B&B-Zimmer angekommen. Wir haben ein eigentlich Dreierzimmer, aber es ist für 4 Personen ausgelegt. Wenn man reinkommt, haben wir hier ein Einzelbett von der Nina. Hier haben wir ein kleines Nachttischlämpchen. Es funktioniert. Dann haben wir ein zweites Einzelbett für die Brina. Und ein Doppelbett, wo ich nächtigen werde. Ansonsten gibt es da bei Brina eine Steckdose, auch ein Lämpchen, ein kleines Fenster, was man ganz öffnen kann. Das ist auch. Ja, gut, weil hier drin ist stickig. Ja, es ist stickig und die Aussicht ist in Ordnung. Aber es gibt, in vielen Hotels kann man die Fenster ja gar nicht ganz öffnen. Wie gesagt, ein großes Doppelbett. Gibt es da noch Steckdosen? Da gibt es noch eine Steckdose. Da nicht. Dann gibt es hier so eine Kofferablage, Kleider, Schrank, irgendwas. Also ein paar Bügel hängen auch. Der Föhn, hier gibt es auch nochmal 2 Steckdosen, gibt einen Föhn, einen kleinen Schreibtisch, einen Spiegel, eine Klima- und Heizungsanlage und dann das Bad. Das ist, ja, klein, aber fein. Also ist jetzt kein Luxus, den man hier erwartet. Es gibt Shampoo. Da hängt noch Duschgel. Haben wir genug Handtücher? Nö. Aber ich habe ja immer eins dabei. Ja, das ist das Viererzimmer hier im B&B Disneyland Paris. Ja, ihr habt unser Zimmer gesehen. Es ist in Ordnung, aber es haut einen jetzt nicht um. Wir haben alles, aber das Bad ist jetzt auch nicht mega modern. Ne? Man kann duschen, man kann schlafen. Ich habe sehr gut geschlafen. Das Bett war bequem, aber es haut mich jetzt nicht um. Ich zeige euch jetzt noch die Lobby, das Frühstück und was es sonst noch zu entdecken gibt. Und dann gebe ich natürlich am Ende noch ein Fazit von mir. Und was wir bezahlt haben natürlich auch. Dann starten wir mal in der Lobby. Es ist schon Christmas Season, aber die haben hier noch für Halloween dekoriert. Und direkt zur linken Seite gibt es einen Shop, wo ihr auch tatsächlich Disneyland Paris Merchandise kaufen könnt. Der hat aber nur von 18 bis 22 Uhr geöffnet. Ansonsten gibt es hier ein kleines Karussell, was man natürlich nutzen kann. Der Check-in-Bereich ist hier. Genau, ist jetzt klein, aber fein. Sehr nette Hotelmitarbeiter. Und wenn man jetzt hier weiter langläuft, kommt man zu den Aufzügen, wo wir unsere Zimmer haben, zum Frühstück und zur Bar. Frühstück ist von 7 Uhr morgens bis von 7 bis 11 Uhr. Und abends gibt es auch noch eine Bar, wo man sich dann auch gemütlich hinsetzen kann, wenn man möchte. Ja, hier ist Super Mario, warum auch immer. Findet man auch hier. Hier gibt es eine kleine Spielearkade, wo man natürlich gegen Geld Flipper spielen kann und einige andere Spiele. Natürlich super für Kinder. So sieht's aus. Und wenn man dann weiterläuft, kommen wir zur Bar. Die hat, also zum Bar und auch zum Frühstücksbereich. Die Bar hat ab 17 Uhr geöffnet. Hier seht ihr mal die Preise für Bier und einen Saft und einen Cocktail. Und wie gesagt, hier ist das Frühstück und das zeige ich euch. Ich zeige euch jetzt das Frühstücksbuffet hier im B&B Disneyland Paris. Und das ist ja im Preis immer inkludiert in der Übernachtung. Und ich zeige euch, was es so zum Essen gibt.
Hier gibt es Baguette, Brötchen, Toast. An der Brötchen gibt es nicht Toast. Brot. Hier gibt es Biscuits. Ich glaube, das ist Zwieback. Sieht aus wie Zwieback. Es gibt verschiedenes Müsli und Cornflakes, normale Croissants. Es gibt Schoko-Croissants. Ich werde wahrscheinlich viel cutten, müssen wir hier wissen, was los ist. Es gibt verschiedene Marmeladeaufstriche, Aprikose, Pfirsich, Erdbeer. Es gibt Nuss-Nougat-Creme, es gibt, ich weiß nicht, was das ist da hinten. Dann gibt es hier verschiedenen Joghurt, Apfelmus, Butter, gesalzene Butter, nicht gesalzene Butter. Ich glaube, Frischkäse ist da hinten. Obst, es gibt Äpfel und Orangen. Hier gibt es noch Aufschnitt, Wurst, Käse, Tomaten und Gurken. Es gibt einige Saft- und Kaffeestationen hier. Also die sind hier an jeder Ecke verteilt, dass sich hier nicht so staut. Wen war richtig gut. Es gibt Kaffee, Cappuccino, Long Coffee, Hot Chocolate, Tee und drei verschiedene Säfte, Orange, Apfel und auch Wasser zum Trinken. Und hier gibt es noch kalte Milch und kalte Schokoladenmilch. Und das war's. Das war das komplette Frühstücksbuffet. Hier seht ihr auch nochmal, was es ab 6 Uhr und ab 15 Uhr, also 17 und ab 18 Uhr gibt, in der Bar und als Snack. Gibt hier auch Pizza und Salate. Pizza kostet hier 15 Euro zum Beispiel. Ja. Ja, der Parkplatz im B&B ist inklusive, also er kostet nichts extra. Ihr könnt euer Auto einfach parken. Und es gibt auch einen kostenlosen Shuttle ins Disneyland Paris. Der fährt ab 8 Uhr bis 0 Uhr von hier. Auch noch nennenswert zu erwähnen ist, wir haben nämlich gerade die Adresse zum Disneyland Paris im Navi eingegeben. Und das Disneyland Paris ist vom B&B Disneyland Paris nur 1,8 Kilometer entfernt, also knapp 6 Minuten Fahrzeit, wenn ihr ein Auto habt, mit dem Shuttle wahrscheinlich ein bisschen länger, weil der Shuttle tatsächlich auch noch die anderen Partnerhotels abgrast. Der Shuttle kann dementsprechend auch sehr, sehr voll werden zu Peakzeiten, also nach dem Feuerwerk auf jeden Fall und auch jetzt vor Parkeröffnung. Ich habe mich jetzt mal hier in die Arkade gesetzt, um euch das Fazit noch abzufilmen. Ja, was soll ich sagen? Also es ist erstmal ein Partnerhotel vom Disneyland Paris. Welche Vorteile hat das Hotel? Es hat einen kostenlosen Shuttle, der euch direkt zum Hotel bringt. Der Nachteil beim Shuttle, er kann sehr voll sein zu Hochzeiten. Also da auf jeden Fall mitrechnen, vor allem mit Kinderwagen oder so, könnte es dann eng werden. Das Frühstück ist natürlich im Preis inkludiert. Es ist jetzt nicht das Wahnsinns-Mega-Frühstück, aber es reicht. Man wird auf jeden Fall satt. Man kann einen Kaffee trinken, einen Saft und ein Croissant, natürlich typisch französisches Frühstück. Und ja, also Frühstück finde ich in Ordnung. Wie gesagt, haut mich jetzt nicht um. Die Zimmer tatsächlich finde ich jetzt nicht so prall, also von der Ausstattung her. Vor allem, wenn wir gleich zum Preis kommen. Denn ich finde, das B&B Disneyland Hotel ist verhältnismäßig immer super teuer. Wir haben jetzt relativ wenig bezahlt, relativ wirklich. Wir haben jetzt fürs Wochenende, Freitag bis Sonntag, 2 Nächte für 3 Erwachsene knapp 280 Euro bezahlt. Ja, 280 Euro, das sind durch 3 gerechnet knapp 90 Euro, ein bisschen mehr. Ja, 45 Euro die Nacht ist in Ordnung, aber es gibt günstigere Alternativen. Wir normalerweise bezahlen wir auch weniger. Also wir sind so bei pro Person bei 70 Euro oder teilweise sogar weniger, wenn wir jetzt in Torcy oder so übernachten. Ja, aber es hat natürlich einige Vorteile. Der Parkplatz ist auch noch gratis. Die Nähe zum Disneyland Paris ist super. Frühstück ist natürlich im Preis auch mit enthalten. Das muss man natürlich auch sagen, wenn wir in Torcy übernachten, ist das Frühstück nicht mit enthalten. Ja, ansonsten übernachten wir tatsächlich nicht so oft hier, weil wie gesagt, es ist auch oft noch teurer, 400 bis 500 Euro für so ein Wochenende und das ist einfach viel zu viel. Ja, ich hoffe, ihr habt einen guten Einblick ins B&B Disneyland Paris bekommen. Wenn ihr schon mal hier übernachtet habt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, was ihr zum Hotel denkt, denn das hilft auf jeden Fall auch der Community, um sich zu entscheiden, ob sie hier eventuell übernachten würden.
Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.